Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handpuppen unter der Lupe. Heute mit einer Sonderausgabe. Denn ich habe nämlich auch jemanden Besonderen für euch, den ich euch vorstellen möchte. Das ist der Rosenzwerg. Der Rosenzwerg ist eine limitierte Sonderauflage. Die kann man nur exklusiv bei dem Spielzeugladen Rosenzwerge in Köln erstehen. Die versenden übrigens auch per Paket. Und dieser Zwerg ist ein lustiger Bundesgenosse, wenn man so sagen kann. Er hat eine wirklich süße Zipfelmütze und ein schickes grünes Jäckchen, ein weißes Hemd mit, ja genau, danke, mach mal deinen Kopf hoch, mit einem weißen Kragen hier. Eine schicke Jeans-Latzhose, die leider immer etwas runterrutscht, aber nichtsdestotrotz ist sie wirklich schön. Und jetzt kommt der Oberhammer, nämlich echte Zwergenstiefel. Ich zeige sie auch nochmal von vorne. Ein wenig im Licht, hoffentlich. Doch, man kann es so sehen, die sind geschnürt. Und oben, kann man es auch nochmal sehen, am Schaft sind sie etwas noch in Form gebracht. Also wirklich eine, ja, sehr detailreiche Puppe, wenn man so will. Die Latzhose ist ausziehbar, die Schuhe leider allerdings nicht. Das ist ein kleiner Nachteil. Und die Jacke, die ist auch ausziehbar. Die Hände sind bespielbar, die Zunge ist bespielbar, der Mund ist bespielbar. Und ja, das war es eigentlich schon soweit von dem Rosenzwerg. Er kostet so um die 85 Euro, wenn ich mich recht entsinne. Kann auch sein, dass die Preise mittlerweile gestiegen sind. Man weiß ja nie. Schaut einfach mal auf der Website von Rosenzwerge, schreibt das Ehepaar an, das den Laden leitet. Die sind wirklich sehr nett und sehr zuvorkommend auch. Und die helfen euch auch gerne weiter. Ja, das war's von diesem Rosenzwerg. Er ist übrigens eine 65 cm Puppe, wollte ich noch ganz zum Schluss erwähnen. Und wir würden uns freuen, beziehungsweise ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei Handpuppen unter der Lupe oder Vorsicht Levin Parkwelt. Bis dahin, alles Gute, tschüss.